Hey, am 5. Juli fand der Super Mario Maker 2 Glot Cup statt, den ich live mit über 4 Stunden auf Twitch gestreamt habe. Tatsächlich hat mich nur wenige Tage danach eine Mail mit einem Highlight-Video erreicht, sodass ihr jetzt auch auf YouTube in den Genuss der ganzen Sache kommen könnt. Geschnitten hat das die gute Himbeertee, es sind sogar sämtliche IDs für die Level mit drin, damit ihr euch selbst von dem doch recht anspruchsvollen Niveau überzeugen könnt. Ja, stellt euch da mal noch ein 15 Minuten Zeitlimit zuvor. Lull! Ansonsten hört ihr von meiner Seite aus ca. 65 mal Alter und 47 mal krass in diesem Video. Da hat die Aufregung das Commentary vielleicht etwas beschränkt. Viel Spaß! Ich bin fit und bereit für den Glot Cup. Bei diesem Event handelt es sich um ein klassisches Wettrennen. Die Community vom Densen baut Super Mario Maker Level und andere Mitglieder der Community, da zähle ich jetzt in dem Fall auch dazu, werden diese live in einem Rennen versuchen, am schnellsten zu bewältigen. Die Platzierungen in einem Level werden mit Punkten belohnt. Wer am Ende aller Level die meisten Punkte hat, gewinnt das Event. Mit mir sind es insgesamt 13 Teilnehmer, die damit bei sind. Mein persönliches Ziel ist es eigentlich, so wenige Level wie irgend möglich nicht zu schaffen. Ja, die Level können so schwer sein, dass man sie in den 15 Minuten Zeitlimit möglicherweise nicht schafft. Alle wärmen sich gerade auf. Ich habe mich für einen Kaltstart entschieden. Ja, aufwärmen, das ist nur was für Leute, die was zu verlieren haben. Was ich auch schon mal machen kann, ist hier gleich in den Discord reinzuhüpfen. Denn da bekommen wir solche tollen Hinweise. Ja, also zum Beispiel, wann die 15 Minuten vorbei sind, der letzte Try und so weiter und so fort. Da sind wir jetzt auf alle Fälle schon mal in allgemein drin. Ich gucke hier mal dadurch, dass echt diese Windows-Updates sind. Ja, wurde auch alles umgestellt. Ein Windows-Update und alles wird umgestellt. Falls da nämlich jetzt was durchgesagt. Jetzt geht's los. Ich habe zumindest drauf gedrückt. Ich glaube, wir sind da. Alter, das ging jetzt richtig schnell. Ich dachte, da wird nochmal kurz irgendwie ein bisschen Ringelpieps gemacht. Oh, das sieht ja schon mal unsympathisch aus. Ah! So. Okay, das sieht alles gut aus. Das auch. Mhm. Ganz konzentriert, Freunde. Was heißt hier spinnen? Und wie war das da unten gedacht? Wird einfach so runterspinnen, oder was? Hey, ich kann ja nicht spinmäßig mit einem Walljump runter. Oh, komm! Ich bin mir hier echt unschlüssig, wie wir das machen sollen. Hä? Das kann doch nicht sein! Also ich muss doch da drauf spinnen. Kann ich doch? Ich kann doch nicht spinnen von einem Walljump, oder? Ja doch! Oh, ich Idiot! Wir haben ja die 15 Minuten Zeit. Wenn da schon der Checkpoint ist, dürfte das eigentlich noch gut ausreichen. So, guck mal, den haben wir drin. Oh nein. Oh, das Power-Up, Alter. Ich bin da echt lost, was das angeht. Ach nee, ey, das ist eines der Power-Ups, zu denen ich echt nicht die beste Beziehung führe. Also gleiten. Dann kann er das hier. Okay, ich muss da mich offensichtlich weiter unten festhalten. Nee, so nicht. Och, Mario. Ho. Kann ich was schießen? Ich weiß es nicht. Ich versuche mich zu Damage boosten. Nee, das wird nichts. Ganz durchfliegen ohne festhalten. Da habe ich ja dann keinen Boost mehr nach oben. Kriegt das nicht hin, dass der abspringt. Normal von dem Greifer ab, gleitest ohne dich festzuhalten weiter und boostest dann von der Kreissäge. Ah, ach so, ja, stimmt. Wo? Oh! Oh, Kinders, jetzt hab ich's mal. Ey, so, ich verstehe dieses Power-Up jetzt erst. Aber hier kann ich sie dann nicht mehr halten. Letzter Versuch. Ah, unangenehm, Alter. So, warte, wir können es ja trotz allem. Nee. Das war's. Das können wir knicken. Da kommen wir nicht hoch. Also,
Das Level nehme ich mit einem Ground Pound in den Boden. nehme ich das mit als leider verloren. Auf die Plätze, fertig, los. Mein neues Ziel ist jetzt übrigens keines der Level zu beenden. Das ist so der nächste Plan. Schauen wir mal, ob das mit Level 2 genauso weiterläuft. So, was haben wir hier, Alter? Ich mach ganz relaxed. Hier gibt's erstmal nichts zu holen an Power-Ups oder so. Das heißt ja auch Climb to the Top. Ist aber schön gebaut. Du, das sieht voll nach meinem Ding aus hier. Das sieht noch was aus, da bin ich active. So, mach das hier mal weg. Ich glaube, wir müssen hier durch. Da kommt ein Monty raus. Oh, aber auf den Fisch aufpassen. Hier ein Power-Up vielleicht? Ja! Jetzt nicht direkt wieder verlieren, das wäre ganz gut. Okay, hier... Ah, dankeschön! Yo! Okay. Die Fische aber auch vielleicht, ey. Oh, ein Checkpoint! Das ist so ein Speedrun, der so ein bisschen nach oben geht? Oder was? Sieht ganz so aus, Alter. Das ist ja eigentlich ganz meine Level-Kategorie. Sag ich mal. Okay, hier immer weiter hoch. Dann hier einen galanten Sprung. Ah, das konnte ich leider nicht verhindern. Unangenehm. Ja, es ist so ein Getting Over It Vibe, den ich hier ganz klar rausbekomme. Ja, aber jetzt komme ich ja hier nicht mehr weiter, oder? Ohne Power-Up. Ah, aber ich kann hier die Ranke durchgehen lassen, wenn ich... Ja, aber dazu muss ich ja einmal weit genug kommen, ey. Muss ich das vielleicht alles frei machen aus irgendeinem Grund? Also mache ich erst alles frei und drück dann da drauf, oder was ist der Plan? Ich starte die jetzt und dann muss ich schnell genug sein für die Ranke. Boah, das ist aber krass. Aber wenn das wirklich der Fall ist, das ist krass. Okay, ich mache erst alles frei und gehe dann nochmal runter. Guck mal, jetzt haben wir es hier weiter geschafft. Ist doch ganz nett. So, und jetzt muss ich hier hoch. Okay. Und jetzt gehe ich runter und aktiviere die Ranke, Leute. Ist ein bisschen gecheased, aber besser als das Level nicht zu beenden, Alter. Also deutlich besser als das Level nicht zu beenden, würde ich sagen. Wir müssen nur einmal noch möglichst lebendig durch alles durchkommen. So, jetzt ist eigentlich nur noch das hier. Sehr gut. Und jetzt hier hoch. Oh, hier kommt nochmal ein Maulwurf raus, warum auch immer. Gib mir bitte einen Pilz. Oh, danke. Oh, mercy sweet Jesus, Alter. Was ist hier los? Das ist ein Schlüssel. Wo ging's denn schlüsselmäßig rein? Ganz am Anfang? Ist am Anfang irgendwo eine Schlüsseltüre? Was ist dieses Gesicht? Jetzt ist es wieder weg. Jetzt ist es wieder da. Keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung. War das am Anfang? Ich hoffe mal. Keine Ahnung, wo ich gerade lang renne, Leute. Da ist die Schlüsseltür. Bitte sag mir, dass da das Ziel ist. Nein, Alter! Wieso so lang? Ah, ja, ich hab's mir jetzt gerade nicht groß angeschaut, ob da irgendwelche Hinweise waren, ob ich nochmal einen Schlüssel holen muss oder so. Ich glaube, wir sind sogar erst 5 Versuche. Ich glaube, wir sind auf dem 5. Platz, Leute. Aber auch nur, weil ich's ganz dreckig gecheased hab. Guck mal, hier, da bin ich. Medos warf auch vor mir durch. Ich war vor Denzen durch. 2, 3, 4, 5, 6. So, Level lädt, Leute. Es geht weiter. Blue Cobra Valley, Level Nummer 3. Oh nein. Es ist wieder Speedrun. Ach, da muss ich... Ich bin ja sogar halbwegs anständig gestartet. Also was heißt Speedrun? Das ist ein Autoscroll-Level. Das ist fast noch schlimmer. Oh,
Och nee, oh, das war schon gut. Ach, ich krieg hier den Absprung aber noch nicht hin. Okay, aber dann nehme ich den Powerblock, den behalte ich in der Hand. Den brauche ich da auf alle Fälle noch nicht. Okay. Checkpoint, Alter. Stark. Ich hätte es auch fast nicht hinbekommen. Also, ich musste es retten. Okay, hier brauche ich den, dann haue ich da den Powerblock hin und dann komme ich da oben raus. Okay. Boah, das ist schon fast knappes Kaizo-Level. Also, schon kritisch, aber noch im machbaren Bereich. Mhm. So, was geht hier ab, Alter? Das ist ja fies. Da muss ich auf den Ball landen. Da oben mache ich dann noch irgendwas mit der Sprungfeder. Boah, Alter, das ist stramm. Hä, was soll das denn? Ach, ich muss von dem Block direkt auf den Schalter. Ansonsten geht's nicht. Oh nein! Ich fass es nicht! Na komm, jetzt aber. Das ist doch Wahnsinn. Na danke. Wieso springe ich da nochmal ran? Oh nein! Oh nein, Alter! Ich hätte den Powerblock mitnehmen müssen. Last try. Oh je, Leute. Letzter Versuch. Na komm! Na gut. Schade. So, Level Nummer 4. Ich glaube, wir sind alle dabei. Wo waren wir denn da, Alter? Das geht ja mal gar nicht. Muss ich irgendwas Bestimmtes machen oder einfach nur das Ziel finden? Hier ist ein P-Switch. Soll irgendwie nach oben. Aber wie? Ah, guck mal, hier passiert auch was. Ah, warte, der fliegt eigentlich. Der P-Switch fliegt eigentlich. Das ist ein P-Switch-Jump. Oh, aber doch nicht so. So. Das ist schon mal ganz schön. Und da gibt es ein Schlüsselteil. Kann da nochmal einer rauskommen, bitte? Ich glaube, ich muss mehrere... Ich komme hier doch jetzt gar nicht mehr zurück. Komm raus! Okay, da ist ein Checkpoint sogar. Oh, Leute. Mega. Hier unten gibt's nichts. Dafür da. Wir sind zumindest schon mal weitergekommen, Alter. Das ist gut. Warum sage ich so oft Alter? Alter, Alter, Alter. So, sauber. Dann gehen wir hier nach rechts. Das ist alles P. Spawnen die auch wieder? Oder hätte ich hier sparen müssen? Nein! Ich muss mir einen Weg beibehalten für zurück. So wie jetzt hier. Ich weiß gar nicht, wie ich hier lang kommen soll.
Ah, okay, da ist einer. Den haben wir also schon mal, sehr gut. Jetzt versuchen wir mal oben lang zu gehen. Das ist nicht oben lang. Okay, wie kommen wir denn da hoch im besten Fall? Bin mir noch etwas unschlüssig, das müssen wir ja erstmal hinkriegen. Gibt es irgendwo einen versteckten Block? Ja! Oh, es gibt sogar das! Boah, wie macht man das? Wie machen wir das? So, so machen wir das. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch den einen irgendwie holen. Und nicht runterfallen währenddessen wäre auch ganz gut. Ach, ich brauche vielleicht den Pilz für... Oh nein, Alter, das wäre ja ein Problem, ne? Ich probiere das mal. Ey, so eine... Oh Gott, jetzt haben wir's. Bitte sag mir, dass da direkt das Ziel ist, Alter. Bin ich lost? Ist hier das Ziel? Was ist denn jetzt los? Oh nee! Da, guck da oben rauf. Hab ich den. Da war ein Checkpoint. Ey, es ist doch nicht. Es ist doch nicht wahr. Mann, Alter. Letzter Versuch. Na, alles Klärchen, Alter. Das ist mein Lieblingsmoment gewesen bisher, dieses letzter Versuch. Und dann zack, down. Klo-mäßig bin ich ganz vorne dran, Leute. 2, 1, go. Klo-mäßig bin ich wirklich ganz vorne mit dabei. Ja? Ja, ja, stimmt, ich habe ja eigentlich ein Level mit dem Frog gemacht, aber halt Speedrun-mäßig, wenn hier eher andere Mechaniken genutzt werden. Ist es nur den Münzen da? What the fuck? Irgendjemand ist auch, glaube ich, wieder nicht gemutet. Kann ich einfach durchrennen? Tatsache. Eigentlich mein Level, Alter. Aber ich war zu langsam. So, es macht mehr Sinn, den da abzuwerfen. Knapp. Aber ich schon mal gut zu sehen, dass ich da die Ranke brauche. Okay, das sieht doch sauber aus. Jetzt machen wir hier schön langsam. Also, manchmal sind Hitboxen wirklich auf einem Level, da denke ich mir, was ist denn los? Ah, warte. Oder ich hole mir mehr Vines. Das wäre eine Option. So ist gut. Da kommt jetzt das Frosch-Power-Up schon mal. Toll, dass wir das haben. Ich hab gar nicht gecheckt, was das Level gerade von mir will. Ich gehe hier einfach ran. So, dann geht's einmal runter. Dann lasse ich den hier erstmal brav alles fertig machen. Und spring dann hier hoch. So. Jetzt sind wir zumindest. Jetzt gibt's vielleicht einen Checkpoint? Oh, das ist auch so froschig. Oh nee, ich muss auch noch wirklich schnell sein. What the fuck? Please don't, Alter. What the... Warum kein Checkpoint da? Warum da kein Checkpoint? Okay. Ja, mir ist schon bewusst, dass ich auf den Fischen von rechts nach links... Oh Gott, das wollte ich ja mal gar nicht machen. Von rechts nach links hüpfen kann. Es ist mir aber zu unsicher. Es bringt mir nichts, was zu machen. Oh, guck mal, hier hat auch was bei mir nicht funktioniert. Der Powerblock hat anfangs gar nicht funktioniert. Es bringt mir ja nichts, was zu machen... Was ich nicht, come on! Was ich nicht konstant tragen kann. Last try, Leute. Oh, so, jetzt kommt der letzte. Endlich vorbei. Oh. Jo, come on. Hallo! Noch spielen welche? Och. Ein Hörnchen-Level. Oh, okay, da kommt das Hörnchen raus.
Und dann mache ich so, oder was? Dann mache ich so. Ja, ist ja schon mal ganz gut gelaufen. Das nicht. Ich schau mir mal kurz an, wie das Level aussieht. Boah, das ist ja überkrass. Alter, das ist ja das... Och, nee. Oh, das wird gar nichts. Also, sorry, aber da bin ich jetzt pessimistisch. Also, ich gebe nicht auf, Leute. Ich ziehe das natürlich bitter durch. Die 15 Minuten. Wie wollen wir denn das hier jetzt machen, genau? Ah. Guck mal, hier. Und dann passiert so. Das ist aber echt alles sehr eng hier. Alter, das ist sehr krass. Ist mir aber egal. Da muss man darüber Damage boosten. Alter, es ist Wahnsinn. Oh. Warum? Warum nur? Yo. Cool. Ich verstehe nicht, was ich hier machen soll. Schaut euch an, meine lieben Kinder. Was der Hörnchenmann. Yo, Alter. Da hat er es doch zum Checkpoint geschickt. Ich bin's Jesus, Alter. Muss ich da einfach nur durch? Bin ich mir ziemlich... Last try. Bin ich mir ziemlich sicher. Oh, das war last try. So, für mich heißt das Toilette. Jetzt wird's richtig. Trip to Alaska. Ich bin Alaska-Boy. Ja? Aha, was machen wir hier erstmal? Jetzt gehen wir hier sowas. Und dann geht... Hä? Ah. Oh. Das war verwirrend. So. Ich weiß halt nicht, ob man das hier Ah, okay. So, und jetzt eigentlich möglichst directly weiter dann darüber. Oh, Mann, das macht einen echt hektisch. Hat irgendjemand eigentlich einen Jesus-Counter eingebaut, wie oft ich Jesus gesagt habe? Ich könnte diese Hitboxen nehmen und sie wirklich sonst wohin packen. Och, guck mal, zumindest Checkpoint. Was machen wir hier jetzt? Irgendwie sowas. Hm. Letzter Versuch. Oh, okay. Was soll ich hier machen? Claudia, komm, Claudia, ich spüre das. Claudia und ich sind verbunden. Claudia hat was gebaut, das wird richtig sexy. Hätte ich spinnen können, habe ich aber nicht. War mir egal. Jetzt machen wir mal dunkel hier. Das ist genau das gleiche, nur... Also hier macht das Sinn, ihn einfach so zu nehmen. Sehr gut. Vielleicht gibt es ja einen Checkpoint. Gehen wir da denn ran am besten? Probier's mal so. Ja, sehr gut. Sieht alles gut aus. Damit kann ich leben. Dann hier runter. Auch alles in Ordnung noch. Wie machen wir das hier? Kann man darauf spinnen? Ich glaube schon, ne? Muss ja.
So, geht mal hier bitte alle erstmal wieder weg. Aber ganz sorgsam. Ganz sorgsam alle bitte weggehen. Sag mal, sag mir jetzt nicht, dass das alles ohne Checkpoint ist. Warte, ich bin da ja von unten lang gegangen, ne? Ja. Oh, jetzt habe ich auch ein Problem hier. Nee, habe ich nicht. Da ist immer noch im grünen Bereich. Zum Glück ein ganz gutes Gedächtnis an meiner Seite. Bitte gib mir doch einen Checkpoint, Alter. Oh, Freunde. Das war gut. Das haben wir gut gemacht. Geht's nicht lang? Das haben wir gut gemacht. Das war wichtig und richtig. Sowas geht hier ab, Alter. Muss man ihn platt machen? Ich glaube, man muss ihn platt machen, oder? Oder muss man direkt weiterspringen? Bin mir noch sehr unschlüssig, was ich hier machen soll. Ich glaube, ich muss ihn einfach nur besiegen. Hoff mal, das klappt. So, Schlüssel. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ach komm. Jetzt, bitte aber auch. Gibt's hier nochmal einen Checkpoint oder nicht? Ah ne, jetzt ist alles nochmal im Dunkeln. Mhm. Sauber. Puh. So, wie war das hier? Rein. Schneller als Densen schon wieder, ja, ich glaube, ne? so. Oh Gott. Okay, ich sehe, was da gemacht wird. Okay, und dann hoppen wir ihn da hoch. Alles klar? Ja, das wird wieder tough. Das wird wieder tough, du. Das bemerke ich aber direkt. Okay, und dann geht's hier langsam weiter. Krass! Okay, glaubt ihr, da geht's zu einem Checkpoint? Wäre stark, ne? Ich dachte schon, das wäre zu langsam. War es aber zum Glück nicht. Oh, hier muss ich spinnen. Ich habe das Spinnen nicht gesehen. So, jetzt sind wir wieder hier. Ich bin schon wieder nicht gespinnt. Ich muss aber auch den Block aktivieren. Ich atme ein, ich raste aus. Last try. Und jetzt hier? Was machen wir denn da? Der hätte nach rechts müssen. Der Junge hätte nach rechts müssen. Warum geht er denn nach links? So, Breath of the Glut, yes. Von Steel Art. Okay, gibt's was mit Power-Up? Nein. Wie machen wir das? Wahrscheinlich mit dem Burger, oder? Warte, gehen wir hier so?
Nee, kann's nicht sein. Ja, so. Geht das durch? Oder doch Bombe? Nee. Doch Bombe, oder? Und dann die Bombe? Kann man die schießen? Nee. Oder doch erst Bombe? War das der richtige Ansatz? Ah, Tatsache! Nein! Okay, das war der richtige Ansatz, Leute. Sehr gut. Oh, guck mal, da haben wir's. Ist das so ein Rätsellevel oder was? Das ist ja crazy. Ein crazy Rätsellevel. Ich habe auch nicht mitgerechnet, dass wir hier nur sowas reinkriegen. Okay, also ich gehe mal hier hoch, würde ich sagen. Warte, aber ganz vorsichtig, bitte. Ganz vorsichtig. So. Jetzt geht der da ran, oder? Ich kann ja irgendwie so, kann ich auch, glaube ich, drauf. So, aber warte, ich muss ihn ja noch fahren lassen. Kann das mal, danke. Ja, oh, Segen. Ey, also, jetzt werde ich auch noch von Baumstämmen getötet. Was passiert denn hier jetzt da? Das ist ja... Okay, Powerblock, da ist er jetzt reingefahren. Oder hätte ich auf ihn drauf müssen? Ja, wahrscheinlich, ne? So, Alter, oh Gottchen, ey. Das war ja mal wieder hier ein Spaß sondergleichen. Nee, bitte nicht hier hin. Kannst du bitte einfach die Bombe mal runterlegen? Danke. Und jetzt muss ich nochmal eine Bombe runterlegen. So. P-Switch wird aktiviert. Wir sind zumindest am Checkpoint. Das Level ist noch sehr lang, das habe ich mir schon fast gedacht, weil das ist bisher dann doch zu simpel, ne? Ist es das hier? Müssen wir das so machen? Sauber, das war doch eigentlich ganz gut. Was kommt hier raus? Wieder ein Schwert oder was? Wo soll ich denn jetzt einen Schlüssel herkriegen? Ah, stimmt. Ja, ich kann ja hier in die Röhre rein. Da kommt ja kein Power-Up raus. Ist einfach wieder das hier oder was? Hole ich mir das jetzt selbst oder nicht? Komm ja so nicht ran. Okay, jetzt habe ich kein Power-Up mehr. Das brauche ich aber. Ich hätte eine Bombe reinwerfen können, glaube ich. Kriege ich hier irgendwo ein Power-Up nochmal her? Nee, ne? Ich glaube, ich gehe jetzt einfach erstmal hier ran. Aber hier komme ich ja gar nicht hoch. Der Wiggler! Es ist der Wiggler, Leute. Der Wiggler, der Wiggle, die Wiggle, die Wiggler. Er ist mein Freund. Guck mal, ich mache ihn hier so, Alter. Guck mal hier, und dann wiggelt der da nämlich rum. Wie so ein kleiner Fratz und ist schon mal ganz gut. So ist natürlich dann nicht ganz gut. Boah, das ist so tough, Alter. Das ist wirklich tough. Ich find's richtig tough. Wow. Komm ich hier auch so ran? Ich will das irgendwie nicht. Warum ist da noch ein SMB-Pilz? Das wäre fast lucky gewesen. Kann ich die andere Türe öffnen, die da ist? Probier es mal, ja? Ich habe halt kein Power-Up mehr. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich glaube, ich brauche das aber. Es sind wahrscheinlich zwei Türen oder so. Oder auch nicht. Scheiß drauf. Das macht ja keinen Sinn, oder? Nee, da wird er nur weggebombt. 5 Minuten noch. Was geht denn hier alles? So. Ach, das ist wirklich... Nee, das war sogar richtig gecheased. Man muss damit nur hier so durch. Ah, warte, ich glaube, ich muss... Ich nehme die hier so. Ah, und dann ist da der Schlüssel drin. Smart gemacht. So. Keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich glaube, ich muss ihn ja eigentlich einfach nur nehmen. Kann ich aber nicht.
Ja, jetzt bin ich wieder weg. Okay. Toll. Das hat doch schon mal funktioniert hier. Wo bin ich jetzt? Gehe ich hier unten rein oder wo gehe ich denn rein? Was will das Level mir sagen? Hier unten ist ein Pfeil. Ich gehe mal unten rein. Bin mal brav. Das ist einfach nur ein Checkpoint, ne? Glaube ich. Einfach nur ein Secret. Ich glaube, oben geht's dann weiter. Wahrscheinlich Bosskampf oder sowas. Was sag ich? Last weiß ich gar nicht. Jetzt sind wir hier im Last Try, Alter. Und ich muss hier nochmal so machen. Oh Gott. Nein! Schade. Schade, Schokolade. Top 10. Nächstes Mal Top 9 oder so, wenn ich da wieder mitmache. Wer weiß. Mein Name ist Kedos, ich bin jetzt raus an der Stelle. Das war der Claude Cup 2020 Summer Edition. Vielen lieben Dank nochmal an Densen und das komplette Team hinterm Densen, was das organisiert hat, an alle Erbauer, die die Website gemanagt haben, die Statistiken, den Discord. Das ist auch eine Heidenarbeit gewesen dafür, dass hier ein cooles Event rumgekommen ist. Dankeschön dafür. Ciao. Schüttel und reingehauen.